Shalom, Shalom. Ja, es war jetzt eine längere Pause von YouTubes, weil ich einige YouTubes gemacht habe für verschiedene Veranstaltungen in Deutschland. Die werden aber auch bald freigegeben. Ja, ihr Lieben, ich vertraue, es geht euch gut und ihr hält euren Blick auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich beneide euch nicht, in Europa zu leben. Also wir haben es unvergleichlich leichter hier in Afrika. Und wir beten sehr viel für euch. Aber ich habe jetzt diese Woche ein Buch geschenkt bekommen. Und das möchte ich euch allen empfehlen, ihr Lieben. Muss mal schauen, wo das her ist. Ich kenne den Autor. Und zwar heißt es, lebe mit ewiger Perspektive. Der Autor heißt Justin, also Justine, schreibt man das, Birichi, B-R-I-C-H-I. Und er ist ein Kenianer, ist aber mit einer sehr lieben deutschen Frau verheiratet. Und er hat hier ein Buch geschrieben, das mich echt fasziniert. Es heißt hier The Shift. Also die Umschichtung von Gemeindementalität zu Empowerment, unsere Gesellschaft verändern. Und ihr Lieben, schon jahrelang bewegt es mich, welchen Einfluss hat die Kirche auf die Gesellschaft? Welchen Einfluss haben die Christen auf die Mentalität eines Volkes? Wisst ihr, ich bin aufgewachsen in einer sehr, sehr traditionellen österreichischen Denomination. Und da war die einzigen schönen Farben, die man dort kannte, war grau, braun und schwarz. Und es war am besten, wenn man eine Frisur hatte mit einem Knoten hinten, so eng, dass man fast Schlitzaugen hatte. Schminke natürlich überhaupt nicht. Und ihr Lieben, ein leidendes Gesicht war auch noch sehr angebracht, da war man besonders religiös. Ihr Lieben, ich habe mich so... Ich konnte mich nicht abfinden. Ich habe gedacht, Jesus sagte, ich kam, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Wenn ich vom Gottesdienst herausgekommen bin, oft haben die Leute bedrückter ausgeschaut, als wie sie hineingegangen sind. Ja, was ist das für ein Einfluss für die Gesellschaft? Und ich war selbst eine davon. Ja, ich habe schon mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben und wollte natürlich, dass alle zu Jesus kommen. Und wisst ihr was, immer wieder haben Leute mir, keiner hat sein Leben Jesus übergeben. Und manchmal haben Leute mir sogar gesagt, ich habe schon ohne Jesus genug Probleme. Nach einigen Jahren habe ich gesagt, Herr, wieso? Wieso habe ich keinen Einfluss? Warum wollen die Leute nicht, was ich habe? Und dann hat er gesagt, weil die Verpackung nicht stimmt. Sag ich, wie bitte? Die Verpackung bin ich. Sagt er, ja, Maria, du bist noch voller Traurigkeit. Du schaust manchmal aus, als wärst du in Zitronensaft getauft worden. Du bist nicht attraktiv. Die Botschaft, die du gibst, passt nicht zusammen mit dem, wer du bist. Dann habe ich gesagt, Herr, bitte, fang an der Verpackung zu arbeiten. Denn ihr Lieben, die Verpackung ist, was die Menschen an erstes sagen. Wenn ich ein Geschenk bekomme, das Erste, was ich sehe, ist die Verpackung. Wie bist du als Verpackung Jesu? Welche Ausstrahlung hast du? Dann habe ich gesagt, Herr, bitte arbeite an der Verpackung. Ich möchte so eine Ausstrahlung haben, dass die Menschen möchten, was ich habe, bevor sie wissen, wer ich bin. Und wisst ihr, dann habe ich gesagt, ja, darf ich mich auch schminken, sagt der Herr. Und dann hat er mir gezeigt, dass der Herr ist mit mir sehr praktisch, sehr simpel. Ich bin keine Theologin. Gehe ich spazieren und streife an Lilien vorbei und mein ganzes Kleid ist voller Farbe von diesen Lilien, gelb und braun. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist denn da los? Und dann hat er gesagt, ja, du siehst, ich schminke die Blumen. Du darfst dich auch schminken. Du darfst das, was ich dir an dir getan habe, auch noch untermalen. Und so, ihr Lieben, habe ich auch große Freiheit, mich zu schminken, nicht zu überbetonen, aber das zu betonen, was er gemacht hat. Ich liebe es auch, meine roten Nägel. Halleluja. Ihr Lieben, wir sind ein Paket der lebendigen Gegenwart Gottes. Und wir sollen die Welt beeinflussen. Wir sollen die Welt verbessern durch das, was Jesus in uns getan hat. Also ich bin überzeugt, dass wir die Tonangebenden sein sollen in der gesamten Gesellschaft der Welt.
die Christen, die den Erlöser, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und ihn verkörpern, wir sollen der Welt zeigen, was ist, wie soll eine Ehe sein auf dieser Welt. Ihr Lieben, so viele Ehen sind Hölle auf Erden. Ich bin jetzt dabei, ein Buch zu schreiben. Ehe, Himmel oder Hölle auf Erden? Fragezeichen. Für viele Menschen ist es eine Hölle. Aber die Ehe soll Himmel auf Erden sein. Der Herr sagt, mein Reich komme, mein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. So, wir sollten als Christen den Himmel herunterreißen. Wisst ihr, vor 3 Jahren habe ich ein Ehrendoktorat bekommen, der Philosophie. Und dann war das, also zuerst wollte ich es gar nicht annehmen, hat der Herr gesagt, das ist bestätigt nur, was du bisher getan hast. Sage ich, was bestätigt es? Ja, PhD, auf Englisch heißt Pulling Heaven Down. Das heißt, den Himmel herunterreißen. Und dann habe ich gerne diese Ehre angenommen und habe ihnen auch gesagt bei der Verleihung, danke für die Bestätigung, die ihr mir gebt, wovon ich schon mein Leben lang träume, den Himmel auf Erden herunterzureißen, auf die Erde. Und das ist das Ziel, das Gott mit jedem von uns hat. Unsere Familien sollen eine Ausstrahlung haben, die andere Menschen wollen. Unsere Kinder sollen sich wohlfühlen, sollen wissen, sie sind geliebte, geschätzte Geschenke Gottes. Keine Belastung, keine Bedrückung, nichts, was uns Probleme verursacht, sondern Freude bringt. Und wisst ihr, da brauchen wir die Gesinnung Jesu. Sagt auch die Apostel, die Jünger haben oft gesagt, geht Kinder, geht's weg. Die wollten die Kinder von Jesus weghalten. Er hat gesagt, lasset die Kleinen zu mir kommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr mein Reich nicht aufnehmen, ihr Lieben. Im Reich Gottes sind ganz andere Prinzipien. Und in diesem Buch, ihr Lieben, The Shift, ist ein Workshop-Buch. Also, das empfehle ich jedem von euch. Vielleicht können wir es einmal neu aufnehmen. Ich sehe jetzt nur keinen Verleger drinnen. Das heißt, die Masterclass ist exklusiv über den... Das muss ich euch beim nächsten... Weiß ich nicht, wie man das Buch richtig bestellen kann, aber es ist ein Buch, das jeder Christ lesen sollte. Es geht nicht mehr um Titel, es geht um Herzen, die durch Jesus Christus verändert wurden und in jeder Hinsicht ein Beispiel. Also überall, wo wir sind, soll ein Stück Himmel entstehen. Der Herr hat mir lauter verfluchte Gebiete anvertraut in Uganda. Und ich wusste es immer erst, nachdem ich schon alles unterschrieben hatte. Und dann habe ich ganz verzweifelt gesagt, Herr, warum hast du mir wieder so ein verfluchtes Gebiet gegeben? Mit Hexern drauf, mit Schlangen ohne Ende. Also ganz fürchterlich. Gebiete, wo es nie geregnet hat, wo es sogar der Anbetungsberg für Satan war, wo schwarze Bullen dem Teufel geopfert wurden, mit dem Blick auf die Nilquelle, dieser Berg. Dann habe ich gesagt, Herr, warum hast du mich nicht gewarnt? Sagt er, weil ich möchte, dass du aus diesem verfluchten Gebiet ein Herrlichkeitsland machst. Dass du Reich Gottes herunterbringst. Und ihr Lieben, das tue ich seither. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, alles, was wir tun, muss eine Reflexion des Reiches Gottes sein. Wir sollen Reich Gottes widerspiegeln, auch wie wir uns anziehen. Es gibt Frauen, die werden dir sagen, welche Farben dir am besten passen, welcher Stil dir am besten passt. Also wir sollen den Ton angeben in der Erziehung, in der Kindererziehung, in der Schulerziehung, in der Ehe, in der Landwirtschaft, in der Viehzucht. Ihr Lieben, die wollten mir hier eine Kuh anbieten, die 60 Liter Milch gibt am Tag. Sag ich, seid ihr nicht ganz bei Trost? Das ist ja eine Qual für diese Kuh. Die hat ein Euter, das sie am Boden nachschleift. Die will ja auch nicht mit solchen Brüsten herumlaufen. Ihr Lieben, ich habe gesagt, keine von diesen Kühen will ich sehen. Die Bibel sagt, der Gerechte kennt das Bedürfnis seines Tieres. Und diese Kuh wurde nur mit Hormonen so weit gebracht, dass sie jetzt 60 Liter Milch gibt am Tag. Alles nur, um möglichst viel und schnell Geld verdienen. Ihr Lieben, da mache ich nirgends mit. Auch in der Landwirtschaft. Ich will auf keinem Feld diese Kunstdünger haben.
sondern wir machen unsere eigenen Dünger mit normalem Mist, mit Laub, mit unseren Heilkräutern, mit Asche, mit allem Möglichen. Und ich sag's euch, unsere Felder tragen fantastisch. Keine Kuh bei uns kriegt Hormone oder die Hühner, das ist schnell wachsen, sondern die kriegen alles natürliche Sachen, die hier Maisbran und also gute Sachen. Also ich glaube, in der Medizin, glaube ich, wird eine totale Umschichtung sein. Hier in Afrika haben wir so fantastische Heilkräuter. Natürlich, wenn man ein Heilkraut um Mitternacht bei Vollmond pflücken muss, dann bin ich etwas vorsichtig. Ich pflücke es, wenn Gott es mir sagt. Wir haben Artemisia, ein Tee, das gehört zu den, jetzt weiß ich, es gibt auch in Deutschland einen Tee, der dazu passt, jetzt fällt mir nur der Name nicht ein, aber es gibt eine ganze Familie von denen. Ich glaube, es ist Wermut, aber ich muss erst nachschauen. Aber Artemisia, es ist bitter, aber das ist der beste Leberreiniger, der bringt deine Leber so auf Zack, dass keine Krankheit bei dir auch nur Raum hat. Dann Moringa, wächst hier. Und überall, wo es Juden gab auf der Welt, findet man Moringa. Ihr wisst von dieser Quelle in der Bibel, wo es heißt, dass die Juden auf ihrer Wanderung in der Wüste zu einem Wasser kamen, das bitter war. Und dann haben sie ein Holz hineingeworfen und es wurde süß. Dieses Holz war Moringa. Ist ein unscheinbarer Baum, aber alles ist heilsam von diesem Baum. Und wir wollen jetzt auch Öl machen aus den Samen, aber die Blätter, die hauen wir jeden Tag in unser Smoothie rein und unser System ist total, also nicht sauer, sondern basisch. Ja, ihr Lieben, ich glaube, dass wir auch wegkommen werden von dieser Chemie in der Medizin und zurückkommen zu dem, was Gott uns gegeben hat. Und es hat nichts jetzt mit Witch Doctors zu tun, sondern wir haben es verlernt. Ich glaube, dass sogar die Esoterik vieles erkannt hat, was wir Christen verloren haben. Aber nur haben sie es ein bisschen gedreht, ja? Und diese Drehung müssen wir rausnehmen und das, was dahinter steckt, die Wahrheit, die müssen wir wieder herausholen und für uns in Anspruch nehmen. Zum Beispiel das Wasser in Uganda, also ich kenne nur das Wasser in Uganda, aber alle Quellen, die wir gebohrt haben und wir haben Wasserproben, die ersten Wasserproben herausgenommen und ich nehme sie zu irgendwelchen Instituten in Deutschland, in Österreich und sie prüfen die Qualität des Wassers. Immer heißt es, wo hast du dieses Wasser her? Sage ich, wieso? Was stimmt nicht? Naja, bitte sag uns, wo hast du das Wasser her? Das ist nicht von Europa. Sage ich, wieso nicht? Dieses Wasser gibt es in ganz Europa nicht mehr. Ihr Lieben, wir haben unser Grundwasser noch nicht verdorben in vielen Orten. Ich weiß nicht, wie es in Südafrika ausschaut, weil die haben sehr viel Einfluss von Europa. Aber bei uns, wir haben es noch nicht verdorben und werden es auch nicht verderben mit Kunstdüngern. Obwohl ganz viel Kunstdünger über die Weltbank uns sehr günstig angeboten wird. Nein, wollen wir nicht. Wir machen wir pflegen die Erde, wir dienen der Erde, wir fordern die Erde nicht heraus, übermäßig zu befördern, aber sie ist wunderbar. Ich sage es euch, es hat noch nie, wir haben jetzt 30.000 Ananas gesetzt, 30.000 Wassermelonen, ich weiß nicht, wie viel Hektar Süßkartoffeln, Cassava, Tomaten, also und es wächst und es wächst und es wächst und Gott sei Dank. Wir kennen fast keine Trockenzeit mehr. Denn auch in der Trockenzeit lässt Gott es regnen. Ein Segen ohne Ende. So, ihr Lieben, im Johannes 14,12 steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, und es ist mehr als nur etwas Wissen, das heißt, das ganze Gewicht deines Lebens in die Aussagen Gottes zu legen, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und da habe ich dann eine Andacht geschrieben, darf ich die lesen? Mir wurde in den letzten Jahren immer mehr bewusst, dass Jesus auf Erden tatsächlich nur als Mensch gewirkt hat. Er ließ seine Göttlichkeit zurück und machte keinen Gebrauch davon. Das bedeutet, dass er mit demselben Potenzial und Zugang zu Gott lebte, den du und ich heute haben.
Und deshalb hat er auch gesagt, dass wir dieselben Werke tun werden, die er vollbracht hat, und noch größere. Er bekam seine Kraft durch die Verbindung zum Vater, durch seine ständige Kommunikation mit ihm im Gebet und durch den Heiligen Geist, genau wie wir heute. Er kam zu retten, zu heilen und zu befreien. Er kam, um das Reich Gottes in unserer Mitte spürbar und sichtbar zu machen. Und er gab uns den Auftrag, dasselbe zu tun. Wir sind Stellvertreter Gottes auf Erden. Wir sind mit ihm gekreuzigt, begraben und auferweckt worden und herrschen mit ihm zusammen an himmlischen Orten und dadurch auch auf Erden. Alle Autorität ist uns von ihm übertragen worden. Ich vermute schwer, dass uns nur unser mangelnder Glaube und unser mangelndes Vertrauen und Vorstellungsvermögen davon abhaltet, größere Werke zu vollbringen. Bitte doch den Herrn, dass er deinen Horizont erweitert und du im wahrsten Sinne des Wortes Wunder erleben darfst. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir Wunder über Wunder erleben. Wunder über Wunder. Ja, ein lieber Bruder von mir hat gepredigt in Deutschland, dass die verlorenen Söhne nach Hause kommen. Ihr Lieben, bei uns kommen sie. Und zwar ganz viele Moslems, denen Jesus erscheint und die dann mit nichts aus ihren Familien hinausgeschmissen werden und als tot erklärt werden. Und da sind jetzt in einer Woche 3 zu mir gekommen und haben mich gebeten, ob ich ihre Mutter werde. Und Gott hat gesagt, ich soll sie aufnehmen in die Familie Gottes. Und ich weiß, das werden die heißen Nachfolger Jesu Christi. Ihr Lieben, wir stehen vor einem Umbruch, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Wir sollen der Welt das Beispiel geben, wie Jesus auf dieser Welt war und heute durch uns ist. Das können wir nur, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, durch uns zu wirken. Und wenn wir den ganzen Tag unsere Augen auf ihn halten und sagen, Herr, was hast du für uns heute vorbereitet? Ich glaube, wir kommen in eine Zeit der Erweckung, wo es normal ist, dass Menschen in den Gottesdiensten geheilt werden, von Dämonen befreit werden, den Heiligen Geist bekommen, dass Menschen durchbrechen in ihre wahre Berufung, ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden zu sein, ein Botschafter des Reiches Gottes. Und ich möchte dich jetzt da mit Worten aus diesem Buch, wenn ich es jetzt gleich finde, ermutigen, dass du so ein Botschafter wirst. Denn nur dann hast du den Sinn deines Lebens begriffen. Nur dann wirst du sagen können am Ende, es ist vollbracht. Und du wirst wissen, es war ein Leben der Herrlichkeit. Es war ein Leben, was wirklich einen Unterschied auf dieser Welt gebracht hat. Ja, lass mich mal schauen, ob ich das jetzt finde hier. Aber das hat dieser Bruder so wunderbar zusammengefasst. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber werde es euch beim nächsten YouTube, werde ich es euch sagen. Da kannst du nämlich dann selber schauen, ob du schon dort bist oder nicht. Jawohl, hier habe ich es. Da heißt es, Weltveränderer werden. Unsere Generation braucht einen Paradigmenwechsel von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, den Grundlagen so mancher Karriere, hin zur Gottesfurcht und Dienstbereitschaft. Leiter mit dieser Haltung und einem dienenden Herzen haben große Visionen, befähigen andere und investieren in sie. Leiter im Königreich gehen voran und sind stets bereit für etwas Neues. Sie forcieren Veränderung und Verbesserung und sind Erfinder, Kundschafter, Entdecker, Vorbereiter, Wegbereiter und Reformatoren. Sie kennen auch die Einsamkeit. Und ihr Lieben, die kenne ich ausgiebig. Denn sie wissen, dass sie anders sind. Sie können den Status quo ins Wanken bringen. Sie arbeiten an der Veränderung, bis sie einen neuen, besseren Weg finden. Welche Eigenschaften zeichnen solche Leiter aus? Leiter, die Veränderung bringen oder Veränderung bewirken.
Sie geben nicht auf, wenn sie scheitern, denn sie wissen, dass Niederlagen nur dazu dienen, den richtigen Weg zu finden. Ich sag's euch, ich habe einer meiner Söhne, ist der Eddie Kenzo, der 17 Jahre Straßenjunge war. Und ich habe ihn gefragt, was ihn am meisten verändert hat im Leben. Sagt er, alle meine Niederlagen, alles, wo ich versagt habe, die haben mir geholfen, den richtigen Weg zu finden. Er wurde nie bitter, sondern besser. Er hat sich mit 4 Jahren entschieden, nie zu hassen. Mit 4 Jahren. Und das hat er durchgezogen sein ganzes Leben. Und er ist der beliebteste Sänger, nicht weil er es sucht, sondern weil Gott ihm diese Gnade und diese Gunst schenkt. Also, Leiter, die Veränderung bewirken, sie sind unzufrieden, wenn ein Ist-Zustand zum Dauerzustand wird. Sie wollen die Situation unbedingt grundlegend verändern. Sie lassen die Angst vor Veränderung nicht gelten und akzeptieren nicht den Status quo. Sie sind bereit, Risiken einzugehen. Sie wissen, dass sie berufen sind, einen Unterschied zu machen. Sie sind bereit, einen Versuch zu starten, selbst wenn er nicht gelingen sollte. Das ist immer noch besser, als es nicht probiert zu haben. Ja, und dann schreibt er noch, zu lange erlebten wir durch Harmoniesucht und Menschenfurcht angepasste Leiter, die keine Veränderung bewirkten. Jetzt ist es dran, nach Gottes Herzen neuen Einfluss auf unsere Gesellschaft, unsere Fundamente und auf die Kirche zu nehmen. In jedem gläubigen Christen lebt die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben ihm aber durch Kompromisse und Religiosität zu wenig Raum gegeben. Wir brauchen ein neues Erwachen, das uns frei macht von der Angst vor Veränderung, das uns aus religiöser Gefangenschaft und der seichten Mittelmäßigkeit eines durchschnittlichen Christenlebens führt. Wir müssen wieder dorthin zurück, wozu uns Jesus beruft. Er beruft uns, radikale, furchtlose Weltveränderer zu werden, wunderwirkende und leidenschaftliche Leiter, die sich nicht dafür schämen, Gott zu dienen. Jesus wartet nur darauf, dass wir seinem Ruf folgen und diese Reise mit ihm beginnen. Ich fordere dich auf, ich rufe dich, mach dich auf, den Traum Gottes zu leben. Denn er hat einen Traum für dich. Er hat einen Traum für dich. Am letzten Sonntag hat bei uns ein ehemaliger Imam, dem Jesus begegnet ist und der heute ein heißer Nachfolger Jesu ist, gepredigt. Ich war bereit, als Moslem mit einer Bombe zu sterben. Um wie viel mehr bin ich heute bereit, für meinen Jesus Christus zu sterben, wenn es in seinem Plan ist. Ihr Lieben, es geht nicht nur um das Sterben des Körpers, es geht um das Sterben des alten Menschen. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wo du noch auf Menschengefälligkeit baust, mit Menschenfurcht arbeitest, wo du noch harmoniesüchtig bist. Und kehre um. Jesus kam, um Frieden zu bringen. Aber er hat gesagt, der Friede wird auch viele spalten. Ich bitte dich, steh auf und werde Licht und wage es, den Traum Gottes zu leben, den Jesus für dich hat. Ich bete für jeden jetzt, der dieses Video sieht, dass du in eine neue Dimension durchbrichst, die weit über dein jetziges Vorstellungsvermögen hinausreicht. Gott sucht heiße Nachfolger. Er sucht Daniels, er sucht Joshuas, er sucht Kalebs, er sucht Königin Esthers. Er sucht Ruths, er sucht Menschen, die mehr auf Gott schauen als auf alles andere und ihr ganzes Leben auf das Fundament des Wortes Gottes stellen und der Liebe Gottes und dem Gehorsam, dem Willen Gottes zu tun auf dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Shalom, shalom.